Ja, da bin ich wieder. Wieso beginne ich ja nicht jedes Let's Play mit? Ja, egal. Ja, zuletzt haben wir Spark und Riff fertig gemacht. Dann bleiben uns nur noch vier. Nur noch Storm Eagle, Amora Armadillo, Launch Octopus und Flame Mammoth. Oder Mammoth. Whatever. So, als nächstes machen wir Storm Eagle. Denn hier gibt's auch wieder etwas sehr Schönes, was ich mir gerne holen möchte. Nämlich das dritte Ausrüstungsteil für Mega Man. Diesmal ist es für den Kopf, unseren Superhelm, mit dem wir dann Stahl durchbohren, jedenfalls sehr harte Teile durchbrechen können. Zerbrechliche Steine eigentlich nur, aber egal, das hilft uns. Denn das brauchen wir dann später wiederum in einer anderen Stage, da werde ich doch drauf zurückkommen. Und, ja, gut. Wir sind auf einem Flughafen mit gelben Müllgreifern, die uns das Leben schwer machen wollen. Ja, die sind einfach darauf programmiert, sämtliche metallischen Schrott aller Mega Man einzusammeln und zu recyceln. Was ein normaler Flughafen halt so macht. So, und jetzt komme ich endlich dazu, etwas sehr Schönes zu finden, denn hier oben in diesem Fernsehturm gibt es den ersten Energietank. Ja, und ihr seht, nein, Moment, falscher Knopf. Und ihr seht da unten, da wo ich gerade nicht hin kann, da unten, dieses unten links, wo Sub T steht. Das ist der Energietank, der allerdings leer ist. Den müssen wir erst aufsammeln. Und ich sehe gerade schon wieder den Boomerang-Cutter, mit dem ich noch gleich in die Sparkman Drill Stage möchte, muss, will. Wenn ich es nicht wieder vergesse. Erstmal müssen wir die Flammenwerfer, die uns den Weg scheren. Das ist übrigens eine sehr miese Stelle hier. Denn, wenn man aus dem Bild geht, kommen die Gegner wieder. Was besonders an dieser Stelle hier sehr schmerzhaft sein kann, wenn man nicht schnell genug springt. Wie zum Beispiel bei dem. Der wäre jetzt wieder da, wenn ich ihn nicht getötet hätte. Also, wenn ich nicht rechtzeitig aufgesprungen wäre. Nachdem ich ihn... Nein, das war falsch. Ah. Okay. Diese Dinger kann man kaputt schießen. Mit Feuer würde das Ganze wieder schneller gehen. Aber nein, das haben wir natürlich noch nicht. Denn das Mammut... Hallo? Das Mammut ist noch am Leben. Ah, das Ganze machen wir wieder für ein Leben. Wie viel haben wir jetzt eigentlich? Ich habe keine Ahnung. Vier Leben, wow. Ja. So, wir klettern weiter. Und, also, den Flughafen. Ich sag einfach, dass das ein Flughafen ist. Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht. Falls es jemand besser weiß, sag es einfach. Und, wie gesagt, hier ist die dritte Kappe von Dr. Light. This capsule contains an enhancement for your helmet. Oder so. Which will allow you to break some ceilings with a headbutt. Ja, also, da finden wir jetzt einen Helm, der uns erlaubt, zum Beispiel diese Steine da, die wir da links sehen, die rein zufällig direkt hier stehen, mit dem Kopf zu zerbrechen. Das braucht man eigentlich kaum im Spiel, aber gut, es macht Spaß. Ja, zerstören. Ich meine, wir sind zerstörungsfreudig, wir spielen Mega Man, klar. Wir sind absolut zerstörungswütig und machen deswegen auch direkt mal alles kaputt. So, jetzt habt ihr die Macht vom magischen Helm gesehen. Diesen Helm braucht man in der Flame-Mammoth-Stage. Also nicht unbedingt, man braucht nicht unbedingt. Oh, da war ein Leben, das möchte ich haben. Um die letzte Ability schon früher zu bekommen. Also man kommt sie später sowieso, aber so bekommt man sie früher. Und zwar geht es da um eine Verbesserung für den Arm, also für die Schusswaffe von Mega Man. Womit wir alle Schüsse aufladen können. Ja, sogar die, die wir von den Bossgegnern bekommen. Und natürlich können wir unseren weiteren, also den hier, können wir dann noch weiter aufladen. So. Stürzen wir das Flugzeug. Aha. Ich glaube, das ist das Flugzeug vom Anfang, wo Weil rauskam. Und nehmen wir den regulären Weg da oben. Nein, wir nehmen natürlich den extra Weg. Wir haben eine extra Wurst zu braten. So, und jetzt machen wir erstmal, wie es halt unsere Mega Man Art ist, das ganze Schiff kaputt. Und da ist er auch schon. Storm Eagle. Unser Aushänge-Mega Man X-Schild. Was versucht uns gleich direkt mal wegzuwehen. Übrigens, man kann mit dem ganz normalen kleinen Bällchenschuss, also den jetzt nicht, aber mit dem hier, sehr viel Schaden machen. Und zwar macht man das, indem man slidet. Also während man slidet mit diesen super Boost-Schuhen,
macht das kleine Bällchen sehr viel mehr Schaden, als wenn man normal schießt. Und, okay, das können wir nicht kaputt machen. Da ist der Storm-Tornado! Den bekommen wir, wenn wir ihn besiegt haben. Was, wie es aussieht, nicht mehr lange dauert. Ja. Ich meine, eigentlich, er kann uns nur mit diesem Sturzflug schaden, nur mit seinen Eiern. Mit seinen Eiern, ja, mit seinen Babys. Die er auf uns spuckt. Was ist eigentlich, heißt das eigentlich, dass seine Frau ist? Ich weiß nicht, ich meine, es ist ein Roboter. Holt er die Eier her? Na egal. Zack, und das war's auch. Storm Eagle ist Geschichte. Ein für alle Mal. Der fünfte Boss geschafft. Und jetzt kriegen wir den Storm Tornado, glaube ich. Storm Tornado, ja, das war's. Und ein hübsches lila Outfit. Ja, Mega Man in lila, aber das ist cool. Also lila-weiß. Die anderen Ausdrucksteile verfärben sich ja nicht. Da seht ihr unseren tollen Helm mit dem roten Kristall und der nach dem goldenen Zacken. Und da ist er, Storm Tornado oder Tornado Storm von mir aus, obwohl sich Tornado Storm komisch anhört. Passwort und weiter geht's. Wen machen wir? Ja, ich glaube, ich hole mir direkt mal das letzte Ausrüstungsteil. Und da ist er auch schon, Flame Mammoth. Wie gesagt, es ist ein Mammut, ein dickes, ein feuerspuckendes Mammut aus einem Rüssel. Welches trotzdem keine Chance gegen uns habe. So, genau. Worauf ich nochmal zurückkommen möchte. Ich habe da schon sowas erwähnt vom Storm Eagle, Sting Chameleon. Da muss ich die Launch Octopus Stage gemacht haben, um einen gewissen Gegenstand zu erreichen. Ja, das ist hier ähnlich. Ihr wundert euch jetzt wahrscheinlich, Feuer. Wo ist hier Feuer? Ja, ich laufe gerade auf der Lava. Die ist eingefroren. Das liegt daran, dass ich die Stage von Chill Pinguin vorher gemacht habe. Was heißt, dass jetzt hier alles zu Eis ist? Das finde ich ganz cool an Mega Man X, weil das ist mal was Neues. Irgendwie, dass die Stages sich verändern, wenn man andere Bosse vorher besiegt hat, weil da scheinbar dann das Ökosystem durcheinander gebracht wird. Oder so ähnlich, keine Ahnung. Ich bin kein Biologe. Gut. Da oben müssen wir dran. Dafür brauchen wir erstens die Schuhe und zweitens den Helm. Um dann, ja, ich hab's gleich. Um dann... Nein, komm schon! Um dann da nämlich den Schuss zu bekommen. Ich hab's geschafft, direkt beim ersten Mal. Oh mein Gott. Und da ist er, Dr. Light. Das letzte Mal kommt er aus seiner Kapsel.